Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ja, wir haben Dezember und wie angekündigt gibt es bei mir im Dezember ja den Adventskalender im Bereich Watercolor Tutorials und genau, wir öffnen alle zwei Tage ein Türchen, so auch heute. Und das Ganze funktioniert so, ihr könnt euch am Tag, an dem das neue Tutorial hier auf meinem YouTube-Kanal startet, vorab die Skizze auf meinem Instagram-Account in meiner Story screenshotten und könnt euch die Vorlage ausdrucken. Genau, und dann könnt ihr mit mir zusammen 12 wunderschöne Weihnachtsmotive im Boho-Style malen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich hoffe, euch gefallen die Motive. Ich wünsche euch viel, viel, viel Freude, viele schöne, tolle Ergebnisse und würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr das Ganze anschließend auf eurem Instagram-Account auch veröffentlicht oder postet und dabei mich als Kerstins kreative Ecke verlinkt und den Hashtag kreativ mit KKE benutzt, denn dann ja, kann ich eure Beiträge auch finden und kann die liken und kann die natürlich auch teilen in meiner Story. Und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit dem heutigen Tutorial und sage ciao, ciao, bis übermorgen. Auf das heutige Türchen habe ich mich besonders gefreut, denn ja, heute wird es nämlich bei mir auf dem Kanal so richtig Boho Christmas-like. Wir malen heute ein Makramee und das kann man natürlich auch ohne Weihnachtsdeko malen. Ich finde diese Boho-Deko zu malen mit Wasserfarben besonders schön. Ich mache das sehr, sehr gerne. Und heute gibt es das Ganze natürlich im Weihnachtsstil. Das heißt, wir mischen uns einen ganz hellen Braunton an. Und meine Boho-Töne mische ich ja immer mit ausreichend Wasser, mit wenig Pigment und mit Weiß. Also ich mische bei meinen Boho-Farbtöne immer die 106 von Van Gogh mit zu. Die Boho-Farbtöne mische ich mir sowieso meistens immer mit den Van Gogh Farben in dieser Palette, die ihr hier seht, oder in diesem Kasten. Ja, sind auch im Prinzip die ganzen Farbtöne drin enthalten. Die habe ich mir so zusammengestellt, die ich für meine Boho Farben generell immer verwende. Also genau, ein bisschen braun, viel Wasser und ein bisschen 106. Und dann habt ihr dieses helle, den hellen Ton für die erste Schicht für dieses Makramee. Die erste Schicht male ich komplett, weil man diese ja, runterhängenden Makramee-Bänder oder Fäden nicht so gut darstellen kann. Also das hier ist eine einfache Variante, es wird aber zum Schluss echt wundervoll aussehen. So, und bevor jetzt der Ast gemalt wird, an dem das Makramee hängt, male ich mir hier erst die Zweige vor, die ja, zur Deko oben in dieses Makramee mit eingebunden sind. Und dann kommen hernach an die Zweige noch die Nadeln dran. Und den Ast für das Makramee malen wir dann ganz zum Schluss. Jetzt kommt hier die erste Schicht auf diese zwei schönen kleinen Deko-Tannenbäumchen, die dort oben mit drauf sitzen. Und ja, das erste ist mir ein bisschen dunkel geworden. Da gehe ich jetzt nochmal mit ein bisschen Wasser rein, mache das etwas heller. Und dann kann das trocknen und als nächstes male ich dann in dem gleichen Farbton wie das Makramee auch meine Weihnachtskugel, die dort oben mit drauf ist, beziehungsweise, ja, jetzt habe ich mir wieder nicht gemerkt, was ich zunächst gemacht habe. Ich mache jetzt erst noch die erste Schicht Tannennadeln. Für diese zwei Bäumchen und für die Tannennadeln an den Zweigen habe ich mir von der 630 etwas angemischt, dann natürlich etwas Wasser und in die 630, das ist ja ein sehr dunkler und auch granulierender Farbton, mische ich mir noch ein bisschen von dieser, ja, das ist so ein Gelbgrün, so ein giftiges Gelbgrün mit rein und die nächste Schicht, die wir dann da drauflegen, die wird dann richtig dunkel
Und genau, jetzt habe ich den letzten Zweig ausgelassen, weil ich jetzt hier erst die Weihnachtskugel anmale. Wie gesagt, mit dem gleichen Farbton wie auch unten die erste Schicht vom Makramee. Ich mache das unten etwas dunkler und oben etwas heller. Und dann habe ich mir einen dunklen Braunton angemischt, den ich auch für die Zweige benutzt habe. Damit male ich jetzt oben diesen Verschluss mit der Öse für die Kugel. Und dann zum Schluss darüber dann den letzten Zweig noch mit den Tannennadeln. Und wichtig hierbei ist immer alles gut trocknen lassen, bevor man wieder mit einer nächsten Schicht drüber geht. Und jetzt male ich dieses geknüpfte, geflochtene Muster von diesem Makramee oben, indem ich mir von der 409 einfach ein bisschen mehr in mein helles Braun oder Beige ist es ja im Prinzip, reinmische, dass sich das so ein bisschen von dem unteren Makramee absetzt und male die von unten gesehen immer die erste Reihe, die dritte Reihe, die fünfte Reihe und dann ganz oben noch mal so ein kleines, das sieht man hinterher aber kaum noch, dass man zwischendrin immer den Zwischenraum frei hat. Dieser Zwischenraum ist dann dazu da, die Verbindung von den einzelnen Reihen zu machen. Das mache ich immer in den Knicken sozusagen. Und jetzt als nächstes gibt es erstmal die Makramee-Fäden. Die werden jetzt angedeutet, indem man mit dem dunkleren Farbton, mit dem wir oben das Makramee-Muster gemalt haben, male ich jetzt auch diese Fäden mit einem Nullerpinsel ganz, ganz dünn, ganz, ganz hauchzart, erst etwas weiter auseinander und dann dazwischen nochmal. Und da kann man mit einem Pinsel ruhig, wie soll ich das erklären, so hauchdünn malen, dass da auch ruhig mal so einzelne Stellen gar kein Pigment aufgetragen wird, dass es quasi wirklich nur angedeutet wird. Und mit diesem gleichen Braunton, den ich mir hier nochmal eine Nuance dunkler angemischt habe, male ich jetzt hier unten diese Knoten an das Ende vom Makramee. Und an diese Knoten kommen dann zum Schluss noch die Quasten dran, also diese Fransen. Und hier seht ihr jetzt, wie ich die einzelnen Makramee-Reihen oben miteinander verbinde, einfach mit solchen Strichen. Und jetzt kommt oben in dieses Geflecht einfach nur, da kommen lauter Halbkreise rein, also mit dem Nuller-Pinsel, mit dem etwas dunkleren Braun, einfach nur solche Bögen rein, damit das so ein bisschen wie zusammengeflochten oder gebunden aussieht. Und genau. Ja, meine Stimme ist heute nicht die beste und ich merke, ich muss hier heute ganz, ganz viel erklären, weil das ist natürlich nichts Alltägliches, glaube ich, was man malt. Aber hier habt ihr jetzt gesehen, bin ich nochmal ganz zartdünn mit ein paar Strichen unten in das Makramee reingegangen. Und weil mir das jetzt oben, diese Zwischenräume sind sehr, sehr weit auseinander, zu weiß ist, habe ich jetzt hier einfach noch, damit das schöner ausschaut und die Verbindung miteinander da ist, eine Schicht von diesem ganz hellen Beige in die Zwischenräume gesetzt, habe die Kugel noch ein bisschen mit mehr Pigment abgedunkelt unten und hier kommen jetzt einfach die Fransen dran. Das ist der helle Farbton, vielleicht ist er eine Nuance dunkler als dieses erste Beige. Das könnt ihr, also es sollte ziemlich hell sein. Genau, da sind jetzt so diese Quasten oder Fransen, die dann da unten auslaufen. Und ihr seht leider, dass das Einzige, was bei meinem Bild so ein bisschen auf gut Deutsch verkackt ist, ich habe es ein bisschen zu weit unten angesetzt. Und ich hatte mir schon das Makramee etwas kürzer gemalt als auf der Vorlage. Das könnt ihr auch machen. Wenn ihr natürlich genug Platz habt, könnt ihr das auch lange genug malen. Malt es vielleicht am besten auf ein A4-Blatt. Ich nehme hier A5. Auf einem A4-Blatt hat man einfach mehr Platz, weil oben wollen wir ja anschließend auch noch den Faden und den Aufhänger malen und noch einen Spruch drüber lettern. Genau. So, jetzt habe ich mir hier die 630 wieder abgedunkelt mit mehr Pigment 630 und mit ein bisschen Braun
dazu und male jetzt hier meine Bäumchen. Da male ich einfach lauter Vs, also Schrägstriche links, Schrägstriche rechts, die dann so ein V ergeben und an den Rändern ein bisschen überstehen, die dann so die Zweige andeuten. Und dann gehe ich mit dem gleichen Farbton auch nochmal über meine Tannennadeln drüber, damit das plastischer ausschaut und fülliger, üppiger. Und genau. So, das wäre geschafft. Jetzt kommt zum Schluss noch das Band, also der Faden, wo das Makramee dran aufhängt. Dann dieser Nagel und dann natürlich auch noch der dicke Ast, wo das Makramee dran geknüpft ist. Ja, und das mache ich auch wieder mit dem dunklen Braunton, mit dem ich auch die Zweige, diese kleine Äste gemalt habe. Und hier gehe ich jetzt, ja, da wo die Freiräume sind, vorsichtig mit dem Braun rein und male dann diesen dicken Ast bis nebenhin in dem Braunton an. Und wenn jetzt dabei die Tannennadeln wieder ein bisschen verwischen, ist das nicht schlimm, weil ich gehe jetzt einfach mit der dunklen Grün dann zum Schluss nochmal drüber. Wichtig ist, ihr seht es jetzt im Zeitraffer, immer zwischendurch ein bisschen warten, bis das getrocknet ist. Und so, was kommt als nächstes? Als nächstes bessere ich hier noch ein bisschen was aus, wo ich übergemalt habe. Und ich male mir auch oben links, da wo die Kugel am hellsten ist, das seht ihr im Bild nicht, das habe ich anschließend gemacht, so einen weißen reflektierenden Punkt, also so ein weißes Spiegel, so eine Spiegel, eine Spiegel, eine Lichtreflexion an die Kugel, so ein bisschen halbrund. Genau. Und da habe ich es auch schon drauf gemalt, jetzt könnt ihr es sehen. So, und dann kommt zum Schluss einfach nur noch das heutige Lettering drauf. Für das heutige Bild habe ich mich dazu entschieden, Joy to the World drauf zu lettern. Die Vorlage gibt es auch in meiner Instagram-Story. Schaut da einfach vorbei und screenshottet euch sowohl die Lettering als auch die Motivvorlage. Und dann wünsche ich euch schon mal viel, viel, viel Spaß beim Nachmalen. Ich finde, es ist ein richtig tolles weihnachtliches Bild geworden. Und wie bei fast allen meinen Bildern dürfen Sprenkel nicht fehlen. Aber ich mache es hier etwas dezent, nur ein paar Sprenkel mit aufs Bild und schon ist das Ganze fertig. Ja, das Video schon wieder am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich schon wieder auf das nächste Türchen und sage ciao, ciao, einen schönen weiteren Advent. Bis übermorgen.